Wochen eins entdeckt. Das hol ich mir kurz mal. Schäfchen! Das reicht mir ja, wenn Sparks mir erstmal grün ist. Schäfchen, das ist richtig gut, das Schäfchen. Sparks ist gelb. Das war ein Leben! Geiles Schaf. So, okay, was machen wir jetzt? Erstmal hier. Jetzt geht's in Hain an den Kragen. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ihr Metallhaie. Das sind für Gegner, ey. Das ist die Frage, ob das wirklich das war, was ich eigentlich dachte, was es ist. Das ist eigentlich. Du kannst eigentlich nicht in das Level reingehen, wenn du nicht schwimmen kannst. Okay, kannst du sowieso nicht, weil. Du kommst ja da gar nicht hin. Alter. Jetzt ab. Danke. So, irgendwo war doch hier die Haiversammlung, ne? Ah, ich bin direkt hier. Okay. Schöne Haiversammlung. Ist der falsche Weg, aber egal. Bin ich mal gespannt. Eigentlich müsste das gewesen sein, aber ich glaube eigentlich am Ende. Wow. Da, Edelstein vergessen. Das ist das am Schluss nicht war. Wo sind denn die jetzt? Da sollen die sein. Ja, sind wir auch da. Dann auf, machen wir jetzt mal die kaputt. Bevor wir dann diese Tore aufmachen können, müssen. Daher, 2 Euro runter, tiefer. Dadurch. Das hält natürlich ein bisschen länger, weil man ein bisschen länger braucht zum Schwimmen. Feuer, 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 Feuer. Wieder 2 Euro nichts gewachsen. Was? Kiefersperre. Ich glaube, das bedeutet, dass wir die Haie besiegt haben, ohne erwischt zu werden. Okay, jetzt können wir wieder eigentlich etwas höher gehen. Wo geht's denn wieder her? Ich habe mich verirrt! Dann scharf. Na, schon. Hä? Da hängt eine Krabbe an dem Dach. Ah, eine Decke. Da hing eine Krabbe an der Decke. Brauche ich das nicht mehr. Hier ist kein einziger Hai mehr. Okay, man könnte es auch versuchen, hier durchzuschwimmen, ohne erwischt zu werden. Das ist aber sehr schwer. Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten dir diesen Talisman von Aquaria geben, damit du uns nie vergisst. Doch, ich werde euch spätestens vergessen, wenn ich aus dem Level raus bin. Da geht's raus. In die Freiheit, ins offene Meer. Müssen wir erstmal alles einsammeln, ey. Oh, das ist sowas, was man nicht unbedingt machen muss, hier alles einsammeln, weil hier alles relativ frei liegt. Ich bin gespannt, wie man den Rochen gleich steuert.
Nur keinen einzigen Kuh eingesammelt, ne? Ey, man kann echt schnell was übersehen, ey. Das ist immer ein Level, was wir auch direkt auf 100% wenden können. Das ist ein Schaf. Jetzt haben wir durch einen Tunnel hier. So, etwas höher bitte. Bin ich gespannt. Sind hier oben auch noch Edelsteine? Weil theoretisch ein bisschen fehlt uns noch. Die Frage ist, wo sind die? Jetzt fehlen uns noch genau 50 Edelsteine. Ja, die könnten in diesen Gebäuden sein. Das ist erstmal, was wir machen. Zu dem komischen Typen da gehen. Dass der uns sagt, dass wir alle befreien sollen. Hey, hi. Hi. Stehen noch vor dir. Die Wasserbauer hatten 6 meiner Kinder entführt und auf jedem dieser nummerierten Türme versteckt. Ich habe mir Sprengstoff geborgt, um die Turmtüren aufzusprengen. Okay, dann holen wir uns die wieder. Wenn du es bis zur Spitze der 6 nummerierten Türme schaffst, sind meine Kinder sicher. Okay, 4er Stufe, okay. Hat doch Zeit, man kann auch in ganzer Ruhe hier oben hingucken. Also von daher aller Zeit der Welt dann hier runter zu kommen. Und hoch, eher hoch, weil runter ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das war Tor 1, das sollte... Wo ist Tor 2? Da ist Tor 2. Nein. Kriegen wir Schärfe, von daher... Ist das nicht ganz so schlimm, wenn man mal erwischt wird? Man muss halt nur die Schafe. Haha, ah, mein. Die Schafe erwischen. Sind schwieriger zu erwischen, als man denkt. Alter, du Schaf. Schaf. Danke. Jetzt sind die blauen Edelsteine eher die schwierigen, die man jetzt erkennt. Ich weiß, weil jetzt gleich runter muss. Ich habe irgendwie vermutet, dass ich übelst was übersehen habe. Was Edelsteine angeht. Wo ist der Runtergang? Weg da so. Oder? So ist das. Ja, und schwupp. So, hier müsste irgendwo 3 sein, ne? Ja. Komm, nehmen wir noch Feuer mit. Jawohl, easy peasy. Hey, wie geht's? So, was haben wir hier drin denn? Strom. Das ist mehrfacher Strom. Abwärts. Ausgang. Da ist er. Haben wir ein Schaf? Schaf. Du Schaf? Kannst du dich haben? Halt,
dieses Schaf zu erwischen. Danke. Ja, sorry Schaf, aber Sparks ist wichtiger. So, Turm 5. 4. Bist du 5 oder 6? 5. Nein, 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 ab hoch. Okay, und Tor 6 ist offen. Da! Krabbe, ich erwisch dich noch. Wo bist du? Haha. Die Frage ist, wo ist Tor 6? Eingesammelt habe ich die. Schade, ich hätte die nicht eingesammelt. Das heißt, uns fehlen noch 45 Edelsteine. So, anvisieren, anvisieren, anvisieren und Feuer! So, Tor 6 sollte dann eigentlich hier sein. Dahinter zumindest. Puh. So, dann ist das hier hinter. Ach ne, wo sind denn die letzten Edelsteine? Das frage ich mich jetzt wirklich langsam mal. Egal, wir können da durch. Das nutzen wir. Wenn man mal erwischt worden ist, ist man unverwundbar. Du hast es geschafft. Jetzt können wir in Ruhe schwimmen. Ich habe gehört, dass du Kugeln sammelst. Bitte nimm diese. Danke sehr für die Kugel. Spyro verzieht keine Miene. Okay. Wie gesagt, uns fehlen noch 45 Edelsteine. Wo die sein sollen, frag mich was Einfaches. Wir werden jetzt mal zum Rochen schwimmen. Jäger? Ich wollte meinen neuen Mantarochen zähmen, aber er hört einfach nicht auf mich. Hey, du hast genau die richtige Größe, um aus seinem Rücken zu reiten. Aber sowas toll. Von. Hüpf auf seinen Rücken und führ ihn durch die Blasenringe, die erscheinen. Und denk dran, er ist ganz neu. Also mach mir ja keine Dellen oder Kratzer rein. Ist doch kein Auto. Schulde ich dir wohl etwas. Hier, nimm diese Kugel. Ich habe sie in einer meiner Flossen gefunden. Wenn er doch Kugeln hat, ne? Warum spart ihn nicht selber auf? Ah, ich habe jetzt was gesehen. Ich würde meinen Mantarochen gerne rentauglich machen. Möchtest du ihn auf eine schwierige Strecke mitnehmen? Ja, natürlich. Und ab. Okay, viel Glück. 3. Also so leicht ist er jetzt nicht zu kontrollieren. Die Strecke wird nicht gerade einfacher. Wo ist er? Toll. Da. Dadurch, dadurch, dadurch. Da ging es irgendwo her. Ja, wollte gerade sagen, wo ging es her? Sicher. Okay. Also könnte ruhig etwas schneller vorschwimmen. Damit ich ein bisschen besser sehe, wo der hin ist. Alter! Ja, toll. Okay. Die gleiche Stelle ungefähr, wo der wieder verschwindet. Ein Seepferdchen ist richtig fies, was das angeht. Zack, verstanden, jawohl.
Unglaublich! Du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich gebrauchen. Du kannst die Kugel aus meiner anderen Flosse auch noch haben. Das ist sehr nett. So, ich habe jetzt zwei Flaschen entdeckt. Warum habe ich gerade eben nicht entdeckt? Ob da jetzt alle dann... das dann alle sind? Normalerweise müssen das alle sein. Hier, die habe ich eingesammelt. Da sind zwei. Haben wir noch mehr oder nicht? Ich muss komplette Level durchgehen. Um zu gucken, ob wir irgendwo noch 10? Hä? Es fehlen uns 10 Edelsteine, ja, ganz toll. Ich mag das Level überhaupt nicht. Das wird sich nicht ändern. Kann ja überall sein. Wäre super, wenn ich das zügig finden würde. Ansonsten schneide ich euch das wieder zurecht, damit ihr genau seht, wo ich die Kugel gefunden habe. Oder den Edelstein. Und die Edelsteine. Das können ja 5 verschiedene sein. 3 verschiedene. Hier oben oder hier draußen ist einfach nur fies zu sehen. Ich habe eine... Verdacht habe ich nicht, aber ich will mal von hier oben gucken. Klettern tun die nicht, aber man kann sie trotzdem vielleicht erkennen. Also hier ist nix. Draußen müsste ich allein gesammelt haben. Dann geht's mir wieder rein. Irgendwo müssten die auch liegen. So. Alles sorgfältig durchsuchen. Weil in den Teilen sind sie nicht drin. Warum ist Parks eigentlich blau? Okay, hier waren sie nicht drin. Komm schon. Jawohl, die müssten eigentlich alle auf dem Boden liegen, ne? An der Decke wäre ein bisschen unlogisch. Und hier waren sie auch nicht. Auf dem Boden, hier oben drauf. Da. Ah Mann, das ist verwirrend. Soll aufhören zu glitzern. Fünf haben wir gefunden.
Das ist schon wieder. Die habe ich gerade eben durchsucht. Das ist jetzt richtig merkwürdig gewesen. Das ist jetzt wirklich ziemlich merkwürdig. So, noch einmal. Schäfchen wollte ich eigentlich mitnehmen, aber egal. Ab nach Hause. Auf dieses scheiß Level verlassen. Ja, erst verarschen und dann abhauen. So, normal müssen wir jetzt das Fluglevel noch machen und den Endgegner, aber ja, würde ich sagen, das machen wir erst in der nächsten Session. Weil, ja, die Kopfschmerzen werden langsam etwas zu stark. Kann natürlich auch alles mal an dem Level gelegen haben, aber ich weiß nicht. So, und schauen wir mal, was noch irgendwo was fehlt. Erstmal hier, Schäfchen. So, das Handbuch. Wir haben 86% Sommerwald, 84% Klimmer, 71% Sonnenstrand. Ansonsten haben wir alles 100% abgeschlossen. Ja, wir haben jetzt schon 1 Stunde 46 gespielt. Das ist schon ziemlich viel, bei 22% gerade mal. Fertigkeitspunkten, Götzquelle auf dem Götzenlanden. Okay. Alle Seealgen. Okay. Ozeanstrecken unter 1,10 ist noch machbar. Verlies von Quash perfekt. Oh, die Skelos-Einöde. Ja, die wird wieder schön. Ah, man muss eine gewisse Zeit beenden. Naja, okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir halt die Ozeanstrecke, müsste Ozeanstrecke sein, und dann Quash herausfordern. Und dann erst in den Herbstwald gehen, klettern lernen und dann wieder zurückkommen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.